Das ist Dieter Stein, Chefredakteur der rechten Wochenzeitung Junge Freiheit. Wieso schaut ihm ausgerechnet der Hitler-Attentäter Stauffenberg über die Schulter? Und wie kommt die AfD dazu, mit dem 20. Juli Politik zu machen? Und diese Fahne? Bei allen Pegida-Demonstrationen ist sie zu sehen. Nein, das ist nicht die norwegische Fahne. Diese hier wurde entworfen von den Verschwörern des 20. Juli für die Zeit nach dem Sieg über Hitler. Stauffenberg ist eine Symbolfigur der Bundesrepublik. Jedes Jahr wird im Bendlerblock seiner gedacht. Wie konnte die neue Rechte ihn so vereinnahmen? Indem sie die Koordinaten radikal verschob. Die Bundesrepublik, für viele ist sie ein Unrechtsstaat und die neue Rechte rückt in die Rolle des Widerstands in der Tradition Stauffenbergs. Berlin gestern Abend. Thomas Karlauf stellt seine Biografie über Klaus Graf Schenk von Stauffenberg vor. Im Gespräch mit Grünen-Chef Robert Habeck, der sieht einen Auftrag zur Neubewertung Stauffenbergs. Wer sind wir? Wer sind wir Deutschen? Das wird man festmachen müssen am Reichstag, an der Fahne, an der Hymne, an der deutschen Geschichte, an Stauffenberg oder am 20. Juli. Aber doch nicht, indem man es blind bejaht und sagt, alles, was da jemals war, war gut. Sondern deswegen muss am Bendlerblock am 20. Juli darüber gesprochen werden, zu welchen Bedingungen und mit welchem Mut und aber auch in welchen Einschränkungen haben diese Menschen agiert. Im Bendlerblock in Berlin wurde der Staatsstreich gegen Hitler geplant. Hier wurden Stauffenberg und die engsten Vertrauten erschossen. 200 weitere Hinrichtungen folgten. Dass Stauffenberg nicht unbedingt für demokratische Grundwerte stand, sahen auch Karlaufs Vorgänger. Karlauf bewertet ihn jedoch noch ein Stück rigoroser. Er hat ja bis Ende 42 an einen deutschen Sieg geglaubt, zumindest nicht an die Niederlage. Er hat noch 1940, als Hitler im Dezember den Oberbefehl über das Heer übernimmt, gesagt, jetzt kann es nur noch bergauf gehen, wenn dieser Mann jetzt an der Spitze steht. Drei elitäre Welten haben Stauffenberg geprägt. Seine adlige Herkunft, die geistige Welt des Dichters Stefan George und die demokratiefeindliche Reichswehr der 20er Jahre, in der er schnell Karriere machte. Alle drei Wurzeln mündeten kurz vor dem Attentat in einen Text. Ein Vermächtnis. Es ist ein sehr elitärer Entwurf, der ausgeht von einer ständischen Ordnung, in dem die Rede ist von Zucht und Ordnung, von strengem Führertum. Das ist alles sehr nah an der Terminologie des Nationalsozialismus. Andererseits sind Vokabeln drin, wir wehren uns gegen die Gleichheitslüge, also gegen alles, was nach Sozialismus auch nur riecht. Demokratie kommt gar nicht vor, das war ein für die damalige Vorstellungswelt völlig fremder Begriff. Folgt man Karlauf, so waren es keine ethischen Gründe, die Stauffenberg zum Attentäter werden ließen, sondern der Wunsch, den Krieg für Deutschland glimpflich zu beenden, mit einer starken Wehrmacht als Verhandlungspartner für die Alliierten. Nimmt sie Karlaufs Biografie ernst, dann hat die Bundesrepublik im 75. Jahr des Attentats auf Hitler ein Problem. Soll sie, darf sie Stauffenberg noch gedenken? Taugt er als Vorbild?